und herzlich willkommen. So nice, dass du mit am Start bist, um mit uns Premiere zu feiern. Denn wir präsentieren dir heute die erste ihrer Art. Die Shine Late Light Show, come on! Wuhu! Es ist doch wunderschön. Wirklich, was für eine Ehre, eigentlich hier zu sein. Puh. Oh, ja. Also, das ist die Mitch, ich bin der Anton. Das ist die Late Light Show, unser wunderschönes Set. Und jetzt sind wir hier. Ja. Das ist Kraft. So richtig hart im Entertainment-Business. Ja, wobei, ein bisschen gecheatet haben wir ja eigentlich schon. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber so Showhosts haben eigentlich echt eine harte Karriere. Sie fangen meistens als Comedians an, in irgendwelchen abgeranzten Clubs, schreiben Witze Tag und Nacht und versuchen, ihre Großmütter zum Lachen zu bringen und träumen eigentlich nur, auf so einer Bühne wie hier zu stehen. Ja, alles, was wir gemacht haben, war ein paar schlechte Deine-Mutter-Witze im Office zu erzählen und man hat uns eine ganze Show gegeben. Tada! Aber okay, ein bisschen legit ist die Frage jetzt schon, was wir denn können. Beziehungsweise bei mir ist es recht offensichtlich, aber du, Anton? Es ist schon ein bisschen passiv-aggressiv-offensiv, ja. Ach, komm. Also erstens, so offensichtlich ist das bei dir nicht. Und bei mir ist doch ganz klar, ich bin die Relevanz der Show. Wir machen die Show ja für junge Leute. Und man hat halt im Team ein bisschen rumgeschaut und geguckt, wer ist denn der Jüngste? Und da bin ich halt gelandet und bin relevant. Die Frage ist eher, was in aller Welt machst du hier mit? Herr Easy, ich bin eine Frau, ich bin Ossi, ich erfülle jede Quote, die erfüllt werden muss. Nein, Mitch, warum du hier bist, ist, weil du aussiehst wie Zielgruppe. Sorry. Das Deprimierende an der Sache ist, dass es gar nicht mal so an den Haaren herbeigezogen ist. Letztens war ich auf dem Weg zur Arbeit, ja, ich arbeite, und da hat so ein dicker Mercedes neben mir angehalten, lässt die Scheibe runter und der Dude guckt mich an und sagt, oh, haben die Schuhe in Fürth wieder offen? Geil. Ich sag nur so, Meister, das Einzige, was hier offen nein, ist deiner. Nein, sonst kann ich nicht sagen. Was? Es geht halt nicht. Aber hey, ich kann den Mann wirklich nachvollziehen. Bro? Pass auf, nicht, weil das irgendwas mit dir zu tun hat, sondern der Mann ist einfach verwirrt. Der hat keine Ahnung, haben Schuhe jetzt tatsächlich offen, haben sie es nicht, ist Präsenz, ist Lockdown. Ich meine, wir selber blicken ja auch nicht durch. Ja, hier vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Anton und ich, wir sind Teil von dem Team von Shine Deutschland. Das ist die Schülerinitiative von Campus für Christus. Und wir sind dadurch super eng mit Schülern und Schülerinnen unterwegs, um Gottes Liebe an Schulen sichtbar zu machen. Und trotzdem hat keiner gerade mehr einen Plan von uns. Nee, gar nicht. Aber genau aus diesem Grund hatten wir eigentlich Bock, eine Late-Night-Show zu starten. Eine Late-Light-Show, die voll ist mit echten Menschen, echten Stories und echtem Glauben. Und die einfach sacklustig ist. Wir hätten es natürlich sehr, sehr gerne gewollt, dass hier wirklich ein richtiges Publikum da ist und wir abfeiern können. Aus gegebenen Gründen klappt das natürlich nicht. Deswegen müssen wir mit Fake-Lachern arbeiten. So wie der hier. Fake-Lacher sind so ein Business für sich. Die sind ganz schön wild zum Teil. Als wir auf der Suche waren nach dem authentischsten, dem realsten aller Fake-Lacher in diesem Universum, haben wir eine Menge gefunden. Und wir haben euch mal ein paar Best-ofs mitgebracht, weil die sind einfach anders. Gebt euch den hier mal. Ja. Nee, der ist mies. Das ist richtig gepresst, gesquished, so im Abgang richtig hart. Nicht gut. Der erinnert mich ein bisschen an mich, wenn mich die Polizei fragt, ob ich denn weiß, wie schnell ich gefahren bin. Officer! Okay, wow. Ja. Wer übrigens auch richtig gut ballert, ist der hier. Boah, nee. Oha. Oh, nee. Ich glaube, da wird mir irgendwie schlechter. Das kitzelt so an meinem Wirkreflex. Makes me wanna... Was ist da sonst? Ich kann nicht, nee. Ja, sowas. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Hört euch den Endboss an, der Fake-Lacher. Oh ja, Digga, den spüre ich. Der ballert hart. Der ist geil, ey. Der erinnert mich, das Bild, das ich da habe, ist wie so ein Flat-Earth-Fanatiker, der es endlich geschafft hat, seinen Globus zu Hause zu einem Teller zusammenzudrücken. So, Scheibe. Oh mein Gott. Ja, okay, Leute, genug von Fake-Lachern und Flat-Earthern. Let's talk some business. Denn wir haben heute nicht nur richtig viel vor, sondern auch extrem nice Gäste am Start. Wir haben Milane Friesen, wir haben Lorenzo Di Martino und wir haben unseren Außenbeitragsmoderator und Show-DJ Tim. Tim ist nicht da. Der nicht da ist. Wo ist Tim? Anton, wo ist Tim? Wir sind wie lange an er? 7 Minuten? Nee, das... Oha, das kann, er hat, kannst er du den irgendwie... Schon. Nee, der hat's... Das kann... Der hat sich verballert, das kann einfach nicht sein. Kannst du den anrufen? Ja, ja, warte, ich festhalte mich schnell. Wie hart kann man es eigentlich verballern, oder? Sorry, aber warte, ich festhalte mich kurz.
Hey, servus, Bro, was geht? Alles gut bei dir? Tim, Bro, ganz ehrlich, wo in aller Welt bist du? Wir sind on air, wir strahlen aus und du bist nicht in deiner Box. Wo bist du? What? Digga, ich dachte, das wäre eine Late-Night-Show. Ich dachte, die startet um 10 oder um 11 oder so. Sorry, ey, ich hab's komplett vercheckt. Pass auf, ich hole gleich unseren Gast ab und dann komme ich so schnell es geht, okay? Hoffentlich bis gleich, aber ich kann nichts versprechen. Oh Mann, ey, erste Late-Night-Show. Ich verkack's natürlich wieder komplett. Zeit komplett vergessen. Jetzt muss ich irgendwie Mulane finden. Oh Mann, ey. Wo ist die denn? Ah, da ist sie ja. Hey, ah, Mulane. Hi, servus. Hi. Hey, sorry, ich bin schon 2 Stunden früher da. Anton hat mich gerade angerufen. Die Show hat schon gestartet. Das heißt, wir müssen uns echt beeilen. Aber ich muss mich noch umziehen. Also, das ist, wenn ich so das wildeste Outfit dafür denke. Schau mal da, da ist ein Secondhand-Shop. Du hast 2 Minuten Zeit, okay? Fährst dich einfach um. Genau, 2 Minuten. Okay. Okay, okay, ja, das schaffen wir. Later. Nice! Ey, steht hier, okay, let's go. Hier, stimmt zu. Okay. Müssen wir uns echt beeilen, ey. Ey, komm, spring an, ey, nicht jetzt, bitte nicht jetzt. Komm, Auto, spring an! Oh, scheiße. Boah, keine Ahnung, ey. Oh Mann. Ey, schau mal. Schau mal, die haben ein Tandem. A few inches later. Mulane, wenn du ein Fahrradteil wärst, welches Teil am Fahrrad wärst du? Rad. Das Rad? Ja. Warum? Weil das bringt Dinge vorwärts. Oh, nice. Ja. Ich glaube, ich wäre die Klingel, so laut und nervig und alarmierend. Ey, das klappt ja super mit dem Tandem, ey. Mega nice. Ach, oh, hey. Ey, ihr schon wieder. Melde. Hi. Ach, ist unser Tandem. Sorry. Kein Problem, kann mal passieren. Sorry, wir dachten, das ist frei. Sorry. Ach so, ja. Ja. Wirklich, wir wollten, genau. Ja. Bitte dann. Und jetzt? 12 seconds later. Ey, das geht ja richtig voran, ey. Vielleicht schaffen wir es doch noch pünktlich zur Show. Aber apropos Make-up, hast du dich schon irgendwie... Ich glaube, du musst mich frisch machen. Ja, ne? Ein bisschen Maske. Wir sind ja auch im Fernsehen. Von dem. Aber ganz zufälligerweise habe ich sogar ein bisschen was dabei. Echt? Ja. Ja, perfekt. Ja, dann nutz einfach die Zeit hier und... Auf dem Esel. Ja, ja. Ja, nein, das schaffst du. Ja, ja. Aber es geht wohl. Ja, schon gut. 3 days later. Ob das sowas wird, ganz ehrlich? Ja. Sieht nicht so aus. Ja, Schein, Late-Light-Show, wir sind zu spät. One eternity later. Mulane, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das was wird. Ja, sieht nicht so aus. Seit einer Viertelstunde jetzt schon so. Wir müssen irgendwie was anderes überlegen, wenn das noch was wird. Du hast dich jetzt extra geschminkt, wir sind ready, gedressed. Schau mal da. Oh. Ey, wie geil ist das denn? Okay, lass das mal überlegen. Ey, gib dir, da sind ja schon Segways, perfekt. So ein Segen. Alter, Halleluja. Aber safety first, gell? Immer erst hier schön den Helm auf. Let's go. Jetzt aber hier, ne? Aber nicht zu schnell, Mulane. Nicht zu schnell. Yes, Mulane, das wird noch was. Ich glaub's dran. Ich glaub auch. Wir kommen gut voran, sehr gut. 2000 years later. Ah, schau mal, ich glaube, da vorne ist es. Von dem her, lass uns hier packen. Ganz, okay, vorsichtig, ganz genau, safety ganz first. Langsam. Vorsichtig. Ah, ja, Bremse, gell? Nicht vergessen. Wichtig. Super. Ah. Okay, wir haben jetzt noch, glaube ich, weil die Esel super schnell waren und wir da echt vorangekommen sind, haben wir vielleicht jetzt noch 1 Minute, wo wir uns schnell dressen können. Okay, gut. Aber, okay, let's go.